Der Release des wohl am meist erwartetsten Nintendo Switch-Spiels in diesem Jahr steht kurz vor der Tür. Denn tatsächlich wird bereits kommenden Freitag, also am 12.05.2023, nach über 6 Jahren Entwicklung, der Nachfolger von Breath of the Wild, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom erscheinen. Und wie wir uns auf den Nintendo-Release des Jahres am besten vorbereiten und was es vor dem Release noch eventuell zu beachten gibt, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Community-Discord-Server aufmerksam machen, auf welchem ihr euch zum einen über verschiedene Nintendo-Games, unter anderem auch Tears of the Kingdom, austauschen könnt und zum anderen auf dem Laufenden bleibt, sollte ich was auf Social Media posten. Also falls ihr Bock auf unseren Community-Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich hin und wieder mal streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über den Follow freuen. Der Release von Tears of the Kingdom steht kurz vor der Tür und wir sind uns glaube ich alle einig, dass wir hier unter anderem auch aufgrund der 6 Jahre an Entwicklungszeit mit einem absoluten Nintendo AAA Monster-Titel rechnen können. Bereits jetzt sind zahlreiche neue Features bekannt, wie beispielsweise die neue Synthesefähigkeit, welche es uns ermöglicht, verschiedene Waffen und oder Gegenstände zu kombinieren, um so wiederum neue, im besten Fall stärkere Waffen herzustellen. Oder die neue Ultrahandfähigkeit, welche uns quasi dasselbe machen lässt, nur mit größeren Gegenständen, um so wiederum Fortbewegungsmittel wie ein Floß zu bauen. Zudem wird die Map des Spiels im Vergleich zum Vorgänger allein aufgrund der Tatsache, dass wir uns durch die Himmelsinseln ja auch im Luftraum von Hyrule bewegen können, um einiges größer werden. Und somit können wir, was die Aufgaben angeht, auch davon ausgehen, dass Tears of the Kingdom, was Nebenquests angeht, im Vergleich zum Vorgänger nochmal eine ganze Schippe oben drauflegen wird. Aber wie genau bereiten wir uns denn nun am besten auf den Release von Tears of the Kingdom vor? Nun, zunächst ist natürlich die Frage zu klären, ob ihr euch das Spiel am Release-Tag lokal in einem eurer Läden vor Ort kaufen werdet oder ob ihr euch das Game vorbestellen möchtet oder sogar schon habt. Ich persönlich kann euch empfehlen, falls ihr eher der Fan von physischen Spielen seid, euch das Game im My Nintendo Store vorzubestellen, da ihr dort ganze 2 Vorbesteller-Bonis bekommt, welche da wären ein Gepäckanhänger und eine Münze. Beides ist, wie ich finde, eigentlich eine ganz coole Vorbesteller-Boni, gerade der Gepäckanhänger sieht zumindest auf den Bildern mega nice aus. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ihr euch am Release-Tag das Spiel in einem eurer Läden vor Ort kauft, dass ihr dann dort auch einen Bonus dazu bekommt. Allerdings ist das von Laden zu Laden und von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wenn ihr jedoch auf den Vorbestellerbonus verzichten könnt und eher Fan von digitalen Spielen seid, dann kann ich euch empfehlen, entweder das Spiel über Instant Gaming vorzubestellen, dort bekommt ihr es 6% günstiger, oder ihr holt euch 2 Nintendo Switch Coupons und bekommt es so im Schnitt für 50 Euro und spart somit ganze 20 Euro. Allerdings muss man an der Stelle anmerken, dass bei den Nintendo Switch Coupons die Voraussetzung ist, dass ihr Nintendo Switch Online-Mitglied seid. Was den Speicherplatz angeht, werden by the way inklusive den ersten Updates ganze 17 GB an Speicherplatz benötigt, was im Vergleich zu den anderen Nintendo Top-Titeln echt eine ganze Menge ist und ja, eigentlich ein positives Zeichen, da dies bedeutet, dass uns eine ganze Menge an Content erwartet. Dennoch müssen natürlich Spieler, welche das Spiel digital spielen, darauf achten, dass genug Speicherplatz auf der Konsole vorhanden ist. Falls ihr an der Stelle mehr Speicherplatz benötigt, kann ich euch mein Video zu den Top-SD-Karten für Nintendo Switch empfehlen, welches ich euch an der Stelle auch nochmal in der Infocard verlinkt habe. Was ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe, ist das offizielle Begleitbuch für Tears of the Kingdom, welches ich ebenfalls trotz der Tatsache, dass ich es selbst noch nicht in den Händen hatte, jedem Spieler nur wärmstens ans Herz legen kann. Einfach aus dem Grund, weil es von dem Verlag Piggyback produziert wird und dieser auch das Begleitbuch für Breath of the Wild damals gepublished hat, welches, wie ihr vielleicht wisst, wirklich gut war. Es wird voraussichtlich 2 Versionen des Buches geben, einmal eins mit Hardcover und einmal eins mit Softcover, wobei ich persönlich die Hardcover-Version deutlich bevorzuge. Das Buch wird insgesamt 496 Seiten haben, auf welche neben sämtlichen Lösungen und Tipps auch einige Artworks und Backstories zu finden sind, was mir persönlich an solchen Begleitbüchern immer mega gut gefällt. Aktuell kann man sich die Hardcover-Version des Buches für 35 Euro vorbestellen, was ohne zu übertreiben ein wirklich guter Preis ist. Den Link zum Buch findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Neben dem Begleitbuch gibt es passend zum Release natürlich auch diverses passendes Nintendo Switch Zubehör, wie ein neuer Pro Controller, eine neue Switch-Tasche und eine neue Amiibo-Figur, welche uns im Spiel zum einen einige Ressourcen sowie einen neuen Skin für unseren Kleider gibt. Abschließend kann ich euch noch empfehlen, falls ihr Breath of the Wild, also den Vorgänger, nicht gespielt haben solltet oder eure Erinnerungen, was die Story angeht, ein wenig aufgefrischt werden müssen, eine kleine Zusammenfassung anzuschauen, welche Nintendo selbst vor einigen Tagen auf YouTube veröffentlicht hat. Auch dieses Video habe ich euch mal oben rechts in der Infocard verlinkt. Und falls ihr über den Inhalt von Tears of the Kingdom nicht gespoilert werden wollt, denn die Gefahr besteht tatsächlich, da einige sich illegal im Vorgänger
Vorhinein bereits Zugriff auf das Game verschafft haben, empfehle ich euch, Social-Media-Gruppen rund um The Legend of Zelda zumindest bis zum Release zu meiden. Außer natürlich unseren Discord-Server. Aber ja, so viel zu den optimalen Vorbereitungen vor Release von Tears of the Kingdom. Ich persönlich freue mich mega auf das Game und bin davon überzeugt, dass wir hier eines, wenn nicht sogar das beste Singleplayer-Spiel für die Nintendo Switch bekommen werden. Schreibt mir gerne in die Comments, wie ihr euch auf den Release des Spiels vorbereitet habt und ja, welche Version des Spiels ihr euch gekauft habt oder noch kaufen werdet. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein Tears of the Kingdom Video ein klein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanaleffekt noch am Rande, aktuell haben 89,1% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.